Welt, von Walter Moers, Stadt der träumenden Bücher, von Khaled Hosseini, Aufgehende Sonne, also aus ganz unterschiedlichen, von Ursula Posnanski, Erebos, ein Krimi aus der Gamer-Szene sozusagen. Es war also gefühlt von allem was dabei. Es war sehr unterschiedlich anspruchsvoll, umfangreich und charakterisiert. Und die Schüler durften dann aussuchen. Und das haben sie getan. Und dann gab es Lesetagebücher, die aber auf die Bücher fokussiert waren. Das war eine Heidenvorbereitung. Aber es hat sich gelohnt. Denn das, was ich mir in der Vorbereitung gedacht habe, dass nämlich mein Hauptziel ist, dass jede Schülerin und jeder Schüler dieser Klasse in dieser Unterrichtseinheit ein bisschen Spaß daran hat zu lesen. Und vielleicht, so wie ich das als Kind, Jugendlicher und Erwachsener kennengelernt habe und erleben durfte, Literatur als Identifikationsangebot wirklich in Schule erfahren kann. Und vielleicht auch als Wohlfühlort, als Fluchtort, als Möglichkeit zur Begegnung mit neuen Freunden oder Feinden, je nachdem. Das hat funktioniert. Und es hat funktioniert in einer Klasse, Gemeinschaftsschule, wo vom Überflieger-Gymnasiasten, mittlerweile Studienstiftungsstipendiat, bis zu denjenigen, die sich mit dem ESA wirklich schwer getan haben, den mit einer 3, irgendwas zu bestehen. Es war für alle was dabei und einige haben mir danach gesagt, es ist das erste Mal, dass sie in der Schule ein Buch zu Ende gelesen haben. Und diese Erfahrung. Ich unterrichte nicht so, wie ich meine, dass man das soll, sondern so, wie ich das gerade möchte. Und daraus entwickle ich dann, ja, mit Hinblick auf und so weiter alles, prägt mich seitdem. Und ich bin damit noch nie auf die Nase gefallen. Mit allen anderen Ansätzen von Unterrichtsplanung schon, immer wieder, mit diesem noch nicht. Und deswegen ist das für mich seitdem ein Fokuspunkt von Unterrichtsentwicklung als Schulentwicklung. Und jetzt habe ich ein Problem, denn wir wollten, Vivian Breuker, Barbara Stockmann und ich, jeder 5 Minuten reden und meine Uhr, die ich im Hintergrund laufen habe, sagt, ich habe jetzt für die erste Geschichte 6 gebraucht. Vivian, Barbara, sagt mal was dazu. Soll ich noch 1 Minute für die zweite nehmen oder nicht? Ja, Barbara sagt ja. Und Vivian auch. Okay. Dann bekommen Sie noch eine zweite, auch aus dem Deutschunterricht, und ich versuche mich sehr viel kürzer zu fassen. Eine 6. Klasse. Thema so war Berichte schreiben und andere journalistische Textformen kennenlernen. Zeitungsprojekt, das hatte ich gestartet. 4 Wochen Zeitungsabo und so weiter. Kieler Nachrichten heißt das hier bei uns, die Lokalzeitung, die das macht. Lief wunderbar. Die Schüler haben, während wir noch Grammatikeinheit gemacht haben, schon mal Zeitungen gelesen und die sollten Artikel ausschneiden und sammeln. Lief so nebenbei. Und dann ging es also los mit der eigentlichen Einheit. Und ich habe denen gesagt, wie das so laufen soll, nämlich dass sie aus diesen Artikeln heraus Stück für Stück Merkmale verschiedener Textarten und so weiter herausarbeiten, um dann selber was zu schreiben. Und hatte das gut geplant, weil ich wenig Zeit hatte in dieser ganzen Unterrichtseinheit. Da war das ziemlich durchgetaktet. Und als ich dann erzählte, wie das laufen soll, guckten die mich entsetzt an und sagten, wie? Ich dachte, wir machen eine eigene Zeitung. Warum kriegen wir die denn jetzt? Und übrigens, das haben wir in der Grundschule schon mal gemacht. Also so ein paar, die in der Grundschule zusammen waren. Und ich habe die sogar dabei und zog die Zeitung aus der Tasche. Und wir wollen wieder eine Zeitung machen. Ich so, der geht nicht. So. Damit haben die mich aber nicht gehen lassen, also bin ich nach Hause und habe gedacht, okay, ich schaffe das noch einmal, ein, 2 Stunden zu investieren und habe noch nicht mal eine Dreiviertelstunde und habe einen Plan runtergeschrieben, um wie das laufen könnte mit verteilten Rollen, mit Aufgaben für die Schüler und Zeitplan, um die abzuschrecken, um denen zu erklären, tut mir leid, das können wir gerade nicht schaffen. Und damit bin ich in die nächste Stunde gegangen und habe gesagt, Leute, hier, ich habe auch nur 5 Kopien gemacht, setzt euch mal zusammen. Das ginge nur, wenn ihr das alles macht. Und das geht ja nicht. Und die Schüler haben sich das durchgeguckt und gesagt, wieso? Geht doch. Und haben gesagt, ja, machen wir so. Also dieser Abschreckungsplan hat das Gegenteil ausgelöst. Und dann konnte ich ja nicht anders, als zu sagen, ja, okay, wenn ihr wollt, dann macht das doch. Und ich bin ja nicht so richtig da. Also nur, natürlich war ich da, aber nicht regelmäßig. Teilweise war eine Referendarin drin und so weiter. Und es hat funktioniert.
Und ich werde nie vergessen, die letzte Doppelstunde, wo die Ansage war, heute muss das fertig werden. Und das war ja noch nicht ganz so digitalisiert, auch wenn es erst 12 Jahre her ist. DIN A3, Papier, wo die Kopiervorlagen fertig sein mussten, damit ich die an dem Tag zum Copyshop mitnehmen kann, damit die vor den Ferien ihre Zeitung kriegen. Und diese letzte Stunde, ich habe seitdem nie mehr so eine intensive Doppelstunde gehabt, wo 24 Sechsklässlerinnen und Sechsklässler kunterbunt gearbeitet haben. Die sogenannten Schwächsten waren noch dabei, ihren einen kurzen Kommentar zu drucken, weil ja der Drucker kaputt und so weiter und so fort, während die Chefredaktion an Schülern quasi eingesammelt hat, sortiert hat, Überschriften formuliert hat und am Ende dieser Stunde war die Zeitung fertig. Und das war die zweite Schlüsselerfahrung für Schulentwicklung. Schüler machen lassen und ihnen die Verantwortung für den Unterricht in die Hand geben, kann auch gerade, wenn man es nicht geplant hat, kann Wunder wirken. So, das waren meine beiden Geschichten zu Schulentwicklung. Und wenn ich mich recht erinnere, übergebe ich damit an Barbara Stockmeier, die etwas dazu sagen wird, wie man denn vielleicht mit Personal und wie wir mit uns umgehen können als Lehrkräften. Vielen Dank, Gerrit, für die zwei schönen Geschichten, die ich ja auch noch nicht kannte. Und ich nehme Sie jetzt mit auf meine Lernreise als Oberstufenleiterin und Projektleiterin für die Weiterentwicklung der Oberstufe an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Und auch ich möchte mit Ihnen zwei Aspekte teilen, die mich sehr bewegt und sehr begleitet haben. Und der eine Aspekt, aus dem ist für mich ein Motto geworden, das lautet: Lass die Zukunft im Jetzt lebendig werden. Und das zweite: Gib allen die Möglichkeit, in die gewünschte Vision hineinzuwachsen. Und zu dem ersten Motto: Lass die Zukunft im Jetzt lebendig werden, möchte ich Ihnen erzählen, wie alles begann. Wir hatten an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum eine klassische Oberstufe, eine Kursoberstufe, in der die Schülerinnen nach persönlichem Wahlgusto ihre Kurswahl absolvieren konnten und dann in eine dreigliedrige Oberstufe gegangen sind, 11 bis 13. Und es hat nicht lange gedauert, als die ersten Schülerinnen kamen und gesagt haben: Frau Stockmeier, wir haben Sie kennengelernt als eine, die eigentlich gern groß denkt, und Sie bieten uns eine klassische Oberstufe an. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Und ich habe gesagt: Naja, wisst ihr, das ist so mit diesen Richtlinien für die Oberstufe. Und wir können das nicht machen, weil da gibt es Paragraphen und Gesetze und Verordnungen und die KMK und den Berliner Senat. Und irgendwann sagte mein Schüler Jonathan in der ersten Reihe: Frau Stockmeier, jetzt hören Sie doch auf, ja, aber zu sagen, und sagen Sie: Ja, und. Und in dem Moment habe ich die Herausforderung wohl gemeinsam mit den Schülerinnen und Kolleginnen, die an dem Moment an dem Punkt standen, loszulegen, angenommen. Und wir haben uns gefragt: Wie können wir denn schon mal erfühlen, wie diese theoretischen Konzepte von neuem Lernen, die wir kennen, insbesondere aus der Mittelstufe, sich in der Oberstufe anfühlen? Wie können wir da hineinwachsen? Und wie gelingt es uns, mehr als die Summe unserer Teile zu werden? Wie kriegen wir eine Oberstufe hin, die zu uns passt, zu uns als Schule? Und was wir gemeinsam geschaffen haben, sind Mikroerlebnisräume als ein Schlüsselfaktor für mich für gelingende Schulentwicklung. Wir haben die Zukunft ins Jetzt geholt und haben in kleinen Räumen das ausprobiert, was wir gern ganzheitlich wollten. Wir wollten erfahren, wie ist es, wenn sich die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler in selbstorganisierten Lernphasen doch sehr deutlich ändert. Wir haben uns die Zeit genommen, haben ein Wochenende in Berlin, wir haben uns ein Wochenende auf dem Land gemietet, als Berliner fährt man aufs Land, und haben dort gemeinsam Zeit verbracht mit Schülerinnen und Lehrerinnen, die Lust hatten, und haben gemeinsam gelernt, gearbeitet, Schule entwickelt, gekocht
mit den Altgenugen ein Gläschen Wein getrunken und gemeinsam Geschichten geteilt. Und haben erspürt, wie das ist, anders miteinander zu arbeiten als in einem Klassenraum. Und haben uns mitreißen lassen von dieser Freude, die das bringt, und haben daraus Formate entwickelt, die jetzt unsere Oberstufe gestalten. Und wir haben uns gefragt, wie werden wir mehr als die Summe unserer Teile? Und wir haben gesagt, inspiriert unter anderem natürlich von Anne Slifka, wir müssen über den Tellerrand blicken. Und haben uns Oberstufen in Europa gesucht, die uns inspirieren, und haben sie nach Berlin eingeladen und haben mit ihnen 4 Tage verbracht. Erzählt uns von euren Oberstufen. Wir möchten wissen, wie ihr das macht, woran ihr gescheitert seid, wie es euch ergangen ist. Und auch da, und da merkt ihr vielleicht etwas, was mir am Herzen liegt, wir haben gekocht, gegessen und gefeiert und gearbeitet. Und ich glaube, dass das ein zweiter Schlüsselmoment ist für Personalentwicklung. Gemeinsam hineinwachsen in Wohlfühlräumen. Und das darf überhaupt nicht esoterisch klingen, sondern sehr bezogen auf das, was uns wohltut als Menschen, wenn wir gemeinsam miteinander unterwegs sind. Und dann haben wir uns selbstkritisch die Frage gestellt, das, was wir uns erträumen für eine neue Oberstufe, können wir das? Können wir Lehrerinnen das begleiten? Können wir Schülerinnen das mitstemmen? Können wir Eltern das mittragen? Und was wir daraus abgeleitet haben, ist, dass wir uns überlegt haben, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten brauchen wir denn für das, wie wir arbeiten wollen? Und haben uns gemeinsam weiterentwickelt und weitergebildet. Wir sind selten fündig geworden in den klassischen Fortbildungsangeboten für Lehrerinnen bei diversen Anbietern, sondern haben uns anderweitig umgeguckt. Wir haben zum Beispiel uns entschieden, dass wir mehr Coaching-Fähigkeiten brauchen als das, was wir intuitiv mitbringen und was wir in der Lehrerinnenausbildung nicht gelernt haben. Wir haben uns entschieden, wir würden gerne in die Fähigkeit des Art of Hostings hineinwachsen. Die Kunst des Gastgebens, eine Herangehensweise an das Miteinander, an die ko-kreative Arbeit, aus der wir sehr viel geschöpft haben für unsere jahrgangsübergreifenden und fächerübergreifenden Lernformate. Und wir haben entschieden, wir müssen eigentlich besser werden im anleitenden, moderierenden und begleitenden und haben uns auch da Hilfe und Unterstützung gesucht. Jeder aus dem Kollegium und in der Schülerinnenschaft so viel er brauchte. Wenn Sie sich fragen, wie haben Sie das finanziert? Das ist die, ich habe Förderanträge geschrieben. Manche wurden bewilligt, manche nicht. Und mit dem Geld, was die Förderanträge hergegeben haben, konnten wir uns das eine oder andere tatsächlich einkaufen. Lass die Zukunft im Jetzt lebendig werden und gib allen die Möglichkeit, in die gewünschte Vision hineinzuwachsen, waren für mich 2 Schlüsselerlebnisse, wie Oberstufenentwicklung gelingen kann, trotz der Sorgen, Hindernisse, Bedenken, Ängste und alten geprägten Mustern, die, so meine These, wir alle mitbringen, die wir alle in uns haben und mit denen wir mutig wachsen dürfen. Und aus dieser Sicht gebe ich weiter an Vivian. Ja, vielen Dank, Barbara. Das ist ganz spannend, weil wir, glaube ich, wir drei selber gerade, weil wir uns ja auch erst jetzt hintereinander weghören und es passt so schön ineinander, denn ich knüpfe genau an der Stelle an. 2001 habe ich als Lehrerin gestartet, enthusiastisch, und habe dann im Unterricht festgestellt, irgendwie läuft das in Schule nicht so, wie ich das wollte, und habe naiverweise damals gedacht, es liegt an mir. Und habe mich dann auf verschiedene Wege begeben und habe gedacht, ich war als Lehrkraft unterwegs, habe dann eine Fachschaftsleitung übernommen, habe dann gedacht, okay, ich muss mich weiter fortbilden, bin Fortbildungskoordinatorin geworden oder Moderatorin für Fortbildnerin oder auch als didaktische Leitung. Und irgendwie hat aber das Problem, was sich mir immer wieder gestellt hat, nie eine wirkliche Lösung gefunden. Ich konnte natürlich überall was bewirken und ich glaube, auch an jeder Stelle kann man vieles bewegen. Und gleichzeitig habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, wie wollen wir mündige SchülerInnen ins Leben begleiten, die kritisch denken sollen und die Welt gestalten sollen, wenn wir Menschen, wir erwachsenen Menschen, letztendlich so wenig in Umgebung Schule gestalten können. Und
irgendwie stellte sich für mich da immer wieder dieses Bild, da Schulen sind hierarchisch organisiert, sie sind adultistisch geprägt. Das heißt, Erwachsene bestimmen, wo es lang geht. Und letztendlich können auch die Erwachsenen selber, die in Schule unterwegs sind, ja doch immer nur in Teilen und Teilbereichen bestimmen. Ich bin dann losgezogen und bin durch Zufall in ganz unterschiedlichen Situationen wirklich auf meine Grundfeste, in meinen Grundfesten auch erschüttert worden. Das erste Mal war das auf einem Kongress der basisdemokratischen Schulen, der in England stattfand, wo ich eigentlich nur hingegangen bin, um mich bestätigen zu lassen, dass sich doch da nur super crazy people zusammenschließen, die Welt, die Schule anders gestalten wollen. Und bin tatsächlich tief erschüttert geworden. Auf der einen Seite, weil dieser Kongress von SchülerInnen und ehemaligen SchülerInnen organisiert worden ist. Das war ein riesengroßer Kongress in einem Park, Schlosspark in England, wo wir abends am Lagerfeuer saßen und von SchülerInnen darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir doch jetzt ein bisschen laut seien. Wir sollten doch bitte mal an die anderen denken, die nebenan in den Zelten schlafen. Die eine Tagesordnung in den AGMs, nennt sich das, in den Kongressabstimmungsgremien, auf die Liste stellen und sich disziplinarisch daran halten, wie ich noch keine LehrerInnenkonferenz erlebt hatte. Und gedacht hat, das kann doch nicht sein. Wie kann es sein, dass wir SchülerInnen so wenig zutrauen, wenn diese Dinge möglich sind? Das war eine dieser Situationen, wo ich gedacht habe, das ist unfassbar, zumal sind diese Kongresse als Open Space organisiert. Das heißt, ich konnte mir meine eigenen Kongressebenen suchen, wo ich mit dieser Sorge und mit diesen Erlebnissen auch mir Leute zusammensuchen konnte und darüber sprechen konnte. Das heißt, nicht nur, dass ich da fremd zukam und in einen super organisierten Kongress kam, ich konnte als Neuling diesen Kongress auch gleich mitgestalten und dafür sorgen, dass ich das bekomme, was ich in dem Moment brauchte, wenn andere da mitmachen wollten. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Aber das war ja so eine Oase, das war ja eben nicht Schule. Ich bin dann wieder zurück in Schule und habe überlegt, okay, habe das dann im Unterricht in Teilen angewendet. Aber irgendwie bin ich natürlich immer wieder an meine Systemgrenzen gestoßen und habe dann auf meinem Lebensweg irgendwann Rebecca und Mauricio Wild kennengelernt, die eine alternative Schule gegründet haben und die mir irgendwann gesagt haben, die haben eine Schule nach Montessori-Vorbild gegründet und da geht es darum, dass ja SchülerInnen eine vorbereitete Lernumgebung haben und sie haben mit einer illegalen Schule gestartet und als diese Schule immer mehr Bekanntheitsgrad erlangt hat, haben nicht nur Eltern ihre Kinder auf diese Schule gegeben, die von diesem Konzept überzeugt waren, sondern auch die, die in der Nähe gewohnt haben. Und irgendwann haben Rebecca und Mauricio Wild beschlossen, diese Schule zu schließen, weil sie gesagt haben, wir können so nicht weitermachen, denn wenn die Eltern keine vorbereitete Lebensumgebung haben, dann können die ihre Kinder nicht gut begleiten und dann können die Kinder nicht gut die Lebensumgebung und die Lernumgebung, die wir hier in Schule bieten, nutzen. Was haben sie gemacht? Sie haben ein ganzes Dorf gegründet und haben tatsächlich die Menschen eingeladen, in dieses Dorf zu ziehen, sodass die Schule ein Teil dieses Dorf war und die Eltern in diesem Dorf Arbeit gefunden haben, sodass tatsächlich die vorbereitete Lernumgebung für Schüler und für Erwachsene gleich war. Das hat mich unfassbar beeindruckt. Und letztendlich stellte sich dann für mich die Frage, naja, und wie macht man das denn dann aber in Schule? Ich kann ja jetzt nicht hier irgendwo ein Dorf gründen. Das kann man auch machen, aber das ist vielleicht nicht so gegeben. Und gleichzeitig stellte sich mir immer wieder die Frage, wie kann man das gestalten? Vor allen Dingen, wenn man irgendwie dann Leitung ist in einer Schule. Und dann lief mir Frederic Laloux über den Weg, der sich mit Organisationsentwicklung beschäftigt hat und der gesagt hat, man muss gar nicht immer top-down leiten, sondern man kann Schulen oder auch Unternehmen als Organismus sehen und man kann Führung tatsächlich als gemeinsame Sache einer Schulgemeinschaft sehen, als Co-Kreation, wo hauptsächlich im Mittelpunkt steht, in Beziehung zu gehen und konstruktiv zusammenzuarbeiten und gemeinsam mehr zu erreichen als ich alleine.
und damit dann auch eine Welt gestalten, die für alle Menschen lebenswert ist und eine nachhaltige Zukunft ermöglicht. Aus diesen drei Momenten hat sich dann tatsächlich durch Zufall etwas ergeben, nämlich an der Schule, an der ich jetzt arbeite, wurde eine Leitung gesucht. Und was ich ganz faszinierend fand, war, dass ich wusste, dass dort ganz wunderbare Menschen arbeiten, die Visionen haben, die Gesellschaft verändern wollen, die nicht nur eine nette Regelschule und eine schöne Regelschule haben möchten, sondern die Schule so gestalten möchten, dass es ein kleiner Teil der Gesellschaft ist. Und als ich dort ins Gespräch kam mit denen, diejenigen, die die Leitungspersonen aussuchten, habe ich einfach gefragt, ob wir uns nicht auf den Weg machen wollen und Leitung anders denken wollen. Und die haben gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und haben das Schulleitungszimmer aufgelöst und haben gesagt, wir möchten gerne als Teamschule arbeiten. Unsere Lehrkräfte arbeiten in Teamzimmern, also sind wir als Schulleitung zusammen in ein Teamzimmer gezogen und haben dort überlegt, was braucht denn die OSK gerade, also die Offene Schule Köln, und welche Aufgaben sind nötig, um Gesellschaft zu verändern. Und wir haben ein unglaublich engagiertes Kollegium, die Lust haben, Schule zu gestalten und die Schule auch schon 9 Jahre, bevor ich an die Schule gekommen bin, gestaltet haben und eine ganz wunderbare Atmosphäre hier aufgebaut haben. Und gleichzeitig fehlten gewisse Strukturen, um Entschlüsse und Beschlüsse auch auf breite Beine zu stellen. Das heißt, wir haben uns mit modernen Organisationsstrukturen beschäftigt, mit dem agilen Leiten und mit soziokratischen Schulen, die es in den Niederlanden ganz viel gibt, mit anderen Entscheidungsstrukturen, also keine Mehrheitsentscheidungen, sondern Entscheidungen, wo wir im Kreis sitzen und wo eine Person, die sagt, ich habe ganz, 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 ganz große Bauchschmerzen mit dem nächsten Schritt, diese Entscheidung kippen kann und wir dann auf diese eine Person hören. Das nennen sich Konsententscheidungen. Und es geht auch darum zu sagen, wenn wir neue Wege gehen wollen, müssen wir Fehler machen dürfen und Fehler gar nicht als Fehler anzusehen, sondern tatsächlich als Entwicklungsschritt in eine Richtung. Und manche funktionieren und manche funktionieren eben nicht. Das heißt, wir möchten gerne als Erwachsene die gleichen Dinge tun dürfen wie SchülerInnen auch, nämlich gemeinsam Lernwege erkunden, auch für uns, auch als Leitung, auch mit den SchülerInnen zusammen, auch mit den Eltern zusammen. Und jetzt fange ich schon an, die Eltern zu gendern. Und das bedeutet, dass Verantwortung übergeben werden muss, was nicht immer leicht fällt. Auch wir sind als Leitung gewohnt, Verantwortung in der Hand zu haben. Die zu übergeben fällt auch uns nicht immer leicht. Aus diesem Grund ist es ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig auf die Finger schauen. Aber es bedeutet einfach auch, dass Menschen Verantwortung übernehmen. Und wir haben ein ganz wunderbares Kollegium, die das immer wieder tun und diese Schule, was ein kleiner Teil der Welt ist, mitgestalten. Und das braucht Vertrauen. Und somit haben wir uns als Organismus auf den Weg gemacht, in dem sich alle an Schule Beteiligten entfalten können, durch Begegnung, auch durch Reibung auch als Motor von Entwicklung zu sehen, damit wir miteinander wachsen, aneinander wachsen und über uns hinaus wachsen können, um die Schule zu einem besseren Ort zu machen, jeden Tag ein kleines bisschen mehr.